Guten Morgen! Ich möchte mit euch heute visuell die offene Liebe darstellen, weil sehr, sehr viele Menschen bekommen Beklemmungen, wenn sie nur daran denken, an den Begriff offene Liebe oder freie Liebe und wissen gar nicht so richtig, was das bedeutet und können das auch nicht einschätzen. Es kommen Assoziationen wie Sexualität und Schmutz und Krankheiten und Untreue und offene Liebe ist was Größeres und das erhebt sich über diese ganzen kleinen Gedanken, die wir in unserem Gehirn haben. Und nicht, dass diese kleinen Gedanken für den Alltag ganz hilfreich sind oder das Denken, aber ich denke, es ist mal an der Zeit, visuell darzustellen, was offene Liebe ist und jedem die Möglichkeit zu geben, das ein bisschen anders wahrzunehmen, als er das vielleicht bisher getan hat. Das ist alles. Dieser Kreis ist alles. Ich kann das jetzt leider nicht alles darstellen, weil der Kreis ist ja eine gewisse Form der Abgrenzung, die nicht existiert. Wir nennen das Unendlichkeit. Aber so eine Zeichnung kann auch immer nur eine Abstraktion sein. Also das ist alles. Das ist das ganze Universum. Das sind die ganzen Kreisläufe, die existieren. Alles, was existiert, ist dieser Kreis. Das ist alles. Wir sind in diesem Kreis. Und wenn wir irgendetwas tun, dann hat das Auswirkungen auf unsere Umwelt. Ihr kennt den Schmetterlingseffekt. Das heißt, wenn da so ein Schmetterling existiert, der so umherflattert und wenn er nur mit seinen Flügeln schlägt, dann hat das Auswirkungen auf alles andere. Warum ist das so? Weil alles Energie ist. Wir befinden uns oder wir sind Energie und wir befinden uns in einer Umwelt voller Energie. Wir nehmen Dinge als feste Materie wahr, aber sie sind nicht fest. Selbst die Physiker haben das mittlerweile festgestellt, dass 99,99999% Energie ist, die halt ja, Sachen zusammenhält, abstößt. Das heißt, dieser ganze Kreis hier ist voller Energie und voller Wechselwirkung. Jedes Mal, wenn wir irgendetwas machen und wir atmen, gibt es energetische Wechselwirkung. Der ganze Kreis, das ganze Universum interagiert miteinander. Das ist ein Riesengewusel von Energie. Alles Energie. Und es gibt Menschen, die haben eine Erleuchtungserfahrung machen dürfen. Und diese Menschen haben erfahren, dass dieses alles dasselbe ist oder beziehungsweise, dass der einzelne Mensch auch gleichzeitig alles ist. Und das haben sie so formuliert. Und das bedeutet nichts anderes, als dass sie gespürt haben, dass dieser Mensch in Wechselwirkung mit dem Allen steht und dadurch auch, dass sie ein Organismus sind. Und sie sagen immer, alles ist eins und eins ist alles. Und viel besser kann ich das auch nicht formulieren, ausgehend dieser Erfahrungen. Und die Grundlage ist, dass wir wirklich ein Organismus sind. Und wenn man in den Flow kommen möchte, wenn man ein erleuchtetes Leben führen möchte, die Erleuchtungserfahrung ist halt einfach so der Fingerzeig und dass man erkennt und ein erleuchtetes Leben führen, das ist die Praxis. Und die Praxis und die Theorie, also die Erkenntnis und die Praxis müssen natürlich einhergehen. Und wenn man gespürt hat, dass wir alles sind, dass alles miteinander verknüpft ist, dass wir ein großer Organismus sind, dann kann es nicht sein, dass wir uns hier irgendwie außen vor nehmen. Kommen wir mal zu der Begrifflichkeit alles und Universum und Gott. Wenn man hinter diese Begriffe geht, kommt immer wieder eigentlich dasselbe raus. Das heißt, man kann durchaus diese Begriffe Gott, Universum, Liebe, kann man alles synonym bezeichnen. Einfach alles. Alles oder die Energie, die alles zusammenhält. Nennen wir das in dem Beispiel, wie ich das auch so nenne,
Liebe. Wir können das meinetwegen auch Gott nennen. Oder Universum. Oder Allsein. Es gibt ja sehr, sehr viele Begriffe auch im spirituellen Bereich. Aber das ist letztlich das, was alles zusammenhält. Wie gesagt, das sind Begriffe, jeder kann sie nennen, wie er will. Wer die Erfahrung gemacht hat, dass eben alles verbunden ist, der wird dem dann irgendwie einen Begriff geben wollen. So funktioniert unser Denken. So, nun ist es so, dass wir nicht alleine auf dieser, in diesem Organismus sind als Mensch, sondern da gibt es auch noch andere. Andere Menschen. So. Und wenn wir nun von Liebe reden, dass wir eine tiefe Verbundenheit zu einer Person spüren und das auch auf Gegenseitigkeit beruht, wenn das so ist, dann sprechen wir, oder dann spreche ich von Liebe. Andere Menschen sprechen auch von Liebe, die dann oftmals was anderes meinen. Aber heute geht es hier um die offene Liebe, um die Liebe darzustellen, was tatsächlich Liebe bedeutet und nicht irgendwelche Sachen zu bezeichnen, wo andere sagen, es ist Liebe. Und ja, da gibt es Wechselwirkungen. Das ist natürlich normal. Wir sind alles voll Energie und da gibt es Wechselwirkungen zwischen den beiden Personen, genauso wie zwischen ja, irgendeiner Blume. Ne? Und weil ja alles in Wechselwirkung steht, natürlich sind auch zwischen den beiden Menschen. Und wenn man im Flow ist, wenn man diesen Menschen gewähren lässt und ihn nicht versucht, in irgendeiner Weise festzuhalten oder irgendetwas Fixes zu kreieren, indem man sagt, wir beide sind jetzt, wir gehen durch dick und dünn. Und also jedes Fixum ist nicht im Flow innerhalb des gesamten Organismus, der nur aus Energie und ständigen Wechselwirkungen besteht. Wenn man dann anfängt, etwas Fixes kreieren zu wollen zwischen zwei Menschen, dann ist das nicht mehr die eigene Natur, dann ist es nicht mehr das Universum, dann ist es nicht mehr Gott, dann ist es nicht mehr Liebe, dann ist es nicht mehr Allsein. Dann ist es etwas in unserem Denken kreiertes Fixum. Es existiert aber nicht Fixes. Es ist alles im Flow und es ist alles Energie. Und entsprechend führt das zu Problemen. Und die Probleme kennen wir alle, die schon in einer Beziehung gewesen sind, wo man gesagt hat, du bist Mann, du bist Frau und wir sind jetzt zusammen. Natürlich spürt man die Energie des Universums immer wieder, dass man die Momente, wo man echt liebt. Aber wenn das Denken ins Spiel kommt und wenn dann solche Aspekte ins Spiel kommen wie du gehörst mir, ich gehöre dir, warum bist du nicht lieb, warum bist du nicht so und so weiter. Wenn solche Sachen, das ist Fixum und das ist in einer Welt der Energie nicht möglich und wir stehen mit allen in Verbindung. Und wenn wir jetzt mit einer Person interagieren und es kommt eine andere Person in unsere Bewusstheit, kommt in unser energetisches Feld, ja, dann interagieren wir auch mit der anderen Person. Können wir gar nicht verhindern. Die andere Person spricht uns an, wir sprechen zurück. Die andere Person stößt uns, das ist vielleicht für viele einfacher zu erkennen. Die andere Person stößt uns und ja, dann fallen wir ein bisschen zurück. Wir interagieren auch mit anderen Personen. Wir interagieren halt mit allem, weil alles verbunden ist. Alles ist verbunden, also interagieren wir mit allem, was in unseren Bereich fällt. So, und dann kommt eine andere Person und es float. Ne? Man merkt, dass man wirklich gleich schwingt, auch vielleicht auf nur verschiedenen Ebenen und man beginnt wieder, ja, also die Menschen beginnen dann zu sagen, wow, man liebt sich, ich bin verliebt und das ist ja in Ordnung, man muss das ja irgendwie kommunizieren, wenn man mit anderen darüber redet. Okay, es entsteht also hier auch wieder Liebe, das ist ganz normal, genauso wie derjenige diesen Schmetterling vielleicht total liebt und ja, einfach
die Liebe Ausdruck verleiht, indem er den Schmetterling anschaut und fliegen lässt. Und so entstehen ganz viele Beziehungen innerhalb dieses großen Universums, indem man es fließen lässt. Und das ist Natur, das ist gesund. Und das bedeutet eben auch offene Liebe. Dass man nichts versucht festzuhalten und innerhalb dieses riesen Gewusels von Energie versucht irgendein Fixum zu schaffen und sagt, ja, das ist jetzt Liebe, das ist Liebe, ne? Sondern, dass man es immer fließen lässt. Und diese Liebe oder Gott oder Universum, Allsein, universelle Energie, wenn man dieses lebt, dann ist man auf einem ganz anderen Level, was die Zufriedenheit angeht und das Authentischsein innerhalb der Existenz, also das Realsein, man ist wahrhaftig, als wenn man irgendwelche Konstrukte, die ja, gebildet wurden im Kopf, und natürlich sind eben Astrokulturen immer wieder übertragen worden, wenn man diese pflegt und dann eben ja, mit einem Menschen dann nur zusammen ist und das, die Energie austauschen mit anderen Menschen gar nicht mehr möchte. Und es kann natürlich auch sein, dass ein Mensch ein ganz spezielle, sag mal, Energiemuster hat, was halt nur mit ein oder zwei oder drei Menschen float und wo das halt nur mit den Menschen funktioniert oder wie gesagt im Extremfall wirklich nur mit einem Menschen, dann ist das in Ordnung. Ne? Ein Mensch kann die offene Liebe leben und trotzdem mit einem Menschen und mit einem Menschen zusammen sein. Also es ist nicht gesagt, dass ein Mensch, der nur mit einer Person zusammenlebt oder der von sich behauptet, der liebt nur diese eine Person, dass er nicht die offene Liebe leben kann. Es geht nur darum, wie verhält er sich gegenüber der anderen Person? Gibt er ihr Vorschriften, Anweisungen? Gibt er ein Konstrukt vor? Verbietet er ihr, diese Person mit anderen Sexualität zum Beispiel zu leben, weil diese Person von ihrem Energiemuster gerne mit anderen Personen zusammenfloat, ja, und es fließen lässt? Passiert das? Dann ist das natürlich auch keine Liebe mehr, sondern dann ist das einfach nur ein Konstrukt, was aus dem Denken existiert, was aus dem Denken ja, generiert wurde und hat nichts mehr mit Wahrhaftigkeit zu tun. Wer wahrhaftig liebt, der lebt bedingungslos. Und das bedeutet eben, dass er den Menschen, von denen er mit Liebe spricht, überhaupt keine Bedingungen gibt und diese sich komplett frei entfalten lassen können, indem sie weiter wuseln. Das alles ist Energie und es ist immer gegenseitige Interaktion zu jeder Sekunde eures Lebens. Und anzufangen im Denken, Fixpunkte zu schaffen und fixe Regeln, ist ein ganz großer Garant dafür, dass ihr nicht zufrieden werdet und dass ihr eben nicht in die Wahrhaftigkeit kommt, in den Flow des Lebens. Und jede spirituelle Lehre ist letztlich dann darauf ausgerichtet, in das Allsein. Und jede nennt das ein bisschen anders, aber ja. Und offene Liebe ist halt ein Bestandteil davon, dass man halt diese Liebe, die wir hier nur allzu oft gerne bezeichnen als du und ich bis ans Ende der Welt, wenn man das auflöst und wenn man da offen bleibt, dann hat man gute Chancen, ein erleuchtetes Leben zu führen. Und ich hoffe, dass vielleicht mit so einer Skizze das ein bisschen besser vielleicht in die Köpfe der Menschen kommt, in derer, die das zumindest noch nicht verstanden haben, die, ich merke das immer in den Kommentaren, die von irgendwas reden, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat und irgendwelche Plattitüden fallen lassen und überhaupt nicht im großen Ganzen denken. Und diese Menschen, ja, hoffe ich vielleicht durch so eine Skizze, viele sind ja so visuelle Denker, vielleicht ein bisschen besser erreichen zu können. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.